Voll, voll, die Presse, voll, die Presse, voll, die Presse. Voll, die Presse. Herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast hier live aus dem Benanza-Bus, ein neues Format, voll in die Presse, die etwas alternative Presseschau, man könnte auch sagen, der Medienspiegel des Wahnsinns, ganz genau wissen wir das noch nicht, was da hinten bei rauskommt, ist jetzt auch ein kleines Versuchstierchen. Ihr müsst euch quasi vorstellen, das literarische Quartett, allerdings mit einer Rechenschwäche, denn wir sind nur zu dritt. Bis auf Weiteres und ja, zu meiner Rechten den personifizierten Helmut Karasek unter dem Deckmantel Prollo Ferrari. Herzlich willkommen. Ja, danke, bitte. Und zu meiner Linken das Gewissen und das literarische Wissen Deutschlands, der Marcel Reich-Ranitzky der Internetliteratur, der altbekannte Karl-Heinz Ballermann. Ja, freut mich, dass ich da bin. Ja, und mein Name Ben Cartwright, auch so ein Name aus dem Leben gegriffen. Und wir drei möchten heute einfach ein bisschen mal so durch das Internet oder überhaupt durch das Medien, durch die Medienlandschaft wandern, euch ein paar Perlen vorstellen. Aber damit wir da so richtig in Laune kommen, das ist ja auch im Fernsehen früher so gewesen, da wurde geraucht, da wurde gesoffen und zumindest Letzteres wollen wir hier auch tun. Ich weiß nicht, wer die erste Sache kredenzen muss, denn das Konzept dieser Sendung ist nicht nur über Themen aus den Medien zu quatschen, sondern gleichzeitig noch eine leckere Blindverkostung zu machen. Wobei, blind wird man vielleicht eher von der Verkostung, wir wissen es noch nicht. Jeder von uns hat ein Leckerchen mitgebracht. Wir werden jetzt reihum hier mit euch diese Sachen auffahren, kosten und wahrscheinlich auch vertonen, wie es uns schmeckt. Und hinterher können wir im Blog alle zeigen, was das alles so war. Und wir werden natürlich auch alle Artikel dort verlinken. Ja. Karl-Heinz, was hast du am Start? Ja, das wollte ich euch eigentlich raten lassen. Ach so, also wirklich eine Blindverkostung gerade. Ja, doch. Vielleicht vorab, was für ein Getränk würdet ihr der folgenden Person zuschreiben? Eine Basecap, leicht erhöht auf dem Kopf, vielleicht sogar verdreht zur Seite. Dazu ein Hoodie, gegebenenfalls noch eine Bomberjacke darüber. Dann eine Turnhose und dann noch schwarze Synthetik hier Sportschuhe. Redest du über Pietro Lombardi? Kann das sein? Ja, ist das so der genau. Role Model? Also schwarze Synthetik Turnschuhe mit weißen Sohlen. So, was trinken die? So, Zielgruppe würde ich sagen 16 bis Ende 20. Ich hoffe nicht hier, wie heißt das, Sangria? Da muss ich... Also wir machen ja auch Alkohol und nicht Alkohol. Ach so, sehr schön. Also ich würde sagen, eine besonders große Red Bull-Dose. Ja, schon nicht schlecht. Ascheresten dran. Leute, ihr habt schon recht. Energizer. Genau. Der Karl-Heinz Ballermann will die Party ankurbeln hier. Die Dosen des Schreckens. Das sind meistens diese Die Dose des Schreckens, ganz kurz. Bitte merkt euch diesen Begriff, ich finde den großartig, denn ich glaube, ich habe auch eine Dose des Schreckens dabei für später. Ich freue mich. Normalerweise ist das ja immer alles sehr neonfarben und ich dachte mir, heute machen wir mal ein bisschen gehobeneres Niveau. Ich habe deswegen dezentere Dosen gekauft und wollte euch einfach mal kosten lassen. Ach so, dürfen wir jetzt gucken oder lieber nicht? Naja, ich glaube, ihr müsstet eigentlich gleich noch mehr den Geschmack erraten, weil das ist wirklich was ganz Besonderes für euch beiden. Ah, dieses Dosengeräusch. Ah, oh, da freut ihr euch, oder? So. Wenn ihr das schmerzverzerrte Gesicht von Prollo Ferrari an dieser Stelle sehen könntet, der sich halbtot in den Bus geschleppt hat. Und jetzt sehen wir die Verwandlung vom Krankenbett hin zum Partymonster. Ich glaube, nach dem Schluck machst du das ganze Wochenende durch. Ich hatte mal Hustensaft, der sah so aus. Ja, das stimmt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch so ähnlich schmeckt. So. Hm. Oder wenn man in so einem Labor so Spezialsachen zusammenbraut. Aber wahrscheinlich kommt das ja auch her, das Zeug. Gott, oh Gott. So, dann zum Wohle, ihr Lieben. Zum Wohle. Also Prost. Vielleicht mal, um das ein bisschen zu beschreiben. Leicht pinkfarben. Ja. Es riecht wie... Es riecht eigentlich wie ein ausgequetschter roter Gummibär. Ja, genau. Oder man hat vielleicht zu viele davon gegessen und musste dann direkt zur Urinprobe. Vielleicht auch schon überm Verfallsdatum. Wir trinken das Ganze auch schön aus Form echten Plastikbechern. Ja. Mm. Ah, der perlt.
Oh, der ist gar nicht so schlimm. Was ist das denn? Ist das jetzt mit Alkohol oder ohne? So, was für eine Frucht haben wir denn da, ihr Lieben? Waldbeere. Ist doch ganz klar. Sagen Waldbeere. Das wird ja hier aggressiv beworben auf der Dose. Cassis. Und du? Gummibär. Ja. Gummibär. So Gummibäre. In die Richtung. Wir haben Tigerwurzelextrakt, Tigerwurzelextrakt und Granatapfel. Dass ihr das wieder nicht geschmeckt habt. Ach, der Granatapfel. Der Granatapfel, ne? Ja, das stimmt. So im Abgang, würde ich sagen. Ja, ganz hinten raus wahrscheinlich auch wieder. Ja, herrlich. Mm. Kann man machen. Kann man machen. Also ich finde, das ist auch ein gelungener Auftakt. Wir wollen ja jetzt nicht die Standardgetränke hier unbedingt verkosten. Oh. Frage nur, wo hast du dieses bunte, dezent gold-bronzefarbene Döschen eigentlich aufgetan? Ja, da musste ich lange schauen. Im Rewe meines Vertrauens. Also wirklich was ganz Besonderes. Hm. Ich dachte mir, aus dem Alltag in den Alltag. Und deswegen bin ich dahin gegangen, wo eben dieses Klientel zu finden ist. Aber ich habe noch was Schönes für euch. Trinkt ihr bitte aus. So, wir wollen ja nichts verkommen lassen. Die Dose geht aber fast schon wieder ins Hipsterige. Ja, ins Hipsterige. Das ist eine wunderbare Überleitung. Das Hipsterige. Aber vielleicht willst du deine zweite Dose gleich auch noch. Also wir haben jetzt ja das höhere Niveau der Energy Drinks angekratzt. Ich würde euch aber mit euch aber auch jetzt gerne mal ein bisschen absteigen in die niedrigeren Niveaus. Und zwar... Vielleicht könntest du mir das vorlesen. Battlefield PowerPoint Energy Drink Classic. Also ich finde, den Classic ist auch die beste. Oder Battlefield oder Battlefront? Ist das nee, ein Computerspiel oder so nicht? Also abgebildet ist da ein Weltkriegssoldat mit Gasmaske und Sturmgewehr, der dann anscheinend vorher auch diesen Energy Drink genossen hat, um dann den Krieg zu gewinnen. Er hat noch vor, den zu genießen, deswegen hat er sich das aufgesetzt. Also, auch diesen hervorragenden Trunk wollen wir uns nicht entgehen lassen. Ja. Hm. Also ich glaube, der Namensgeber Battlefield One, da ich bin ja nicht so der Computerspielexperte, ich spiele ja immer nur Tetris und Super Mario mit meiner dreijährigen Tochter. Das vereint natürlich die Gewaltverherrlichung von Ego-Shootern und Kriegsspielen ganz wunderbar. Ja, aber das ist passt ja wahrscheinlich auch zu dem von Herrn Ballermann beschriebenen Klientel. Kann ich auch Themen eigentlich direkt schon anmelden hier? Natürlich. Ja, die werden aber immer abschließen. Hier können wir alles. Ja, also aber wir sind natürlich wie die aber erstmal Blick Nordkorea. So, den Duft bitte. Was für ein Duft? Oh, da haben wir die Red Bull-Variante. Oder ganz Red fies. Bull mit Urin. Ja, darauf können wir uns einigen, glaube ich. Prost. Ja, dann auch auf die gequetschten Gummibären. Diesmal ist es der gelbe. Oh, das ist ja... Oh Mann, die Dose ist auch noch größer. Das, warum hast du das denn so rumgemacht hier? Das andere Stöffchen, das ging ja eigentlich noch. Das, ja, dann hätten wir das andere aber gar nicht mehr probieren. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich kriegen wir gleich alle so einen roten Nacken und sowas. Ja, immerhin haben wir es richtig gemacht. Ich war mal vor vielen Jahren auf einer Weinprobe. Da haben wir uns drei Flaschen Wein gegeben. Eine für 3 €, eine für 10 € und eine für 150 €, die ein Vater eines Mitstreiters geschenkt bekommen hatte. Und wir haben dummerweise mit der 3-Euro-Flasche angefangen. Das war ein grober Fehler. Weil bis wir zu der 150-Euro-Flasche kamen, waren wir schon ganz gut betrunken. Und das war eh scheißegal, was man da so zu sich nimmt. Die Experten. Ja. Ja, vielleicht ganz kurz zu dem Thema, weshalb wir hier eigentlich zusammenkommen. Natürlich ist es das Trinken, das Blindverkosten und das Blindwerden. Aber du hattest ja gerade schon gesagt, das ist so eine schöne hipsterartige Dose. Und das war ursprünglich auch mal ein Artikel, der so ein bisschen uns auf die Idee gebracht hatte, sowas zu machen. Denn ja, im Internet... Entschuldige bitte, dass ich dich unterbrechen muss, weil das ist ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig jetzt. Er hat noch eine Dose mit. Nein, ich habe keine Dose mehr. Muss mit, pinkeln. Aber wir müssen eine ganz wichtige Sache noch machen. Ja. Ich werde euch auch gleich erklären, warum. Guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz Ballermann. Wir geben uns also die Hand. Ne? Ja. Du kannst das bitte bezeugen, dass wir uns die Hand geben. Wir geben uns die Hand. Ja. Guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz Ballermann. Es ist eine große Freude, mir hier in die Hand zu geben. Ferrari, mein Name. Guten Tag, mein Name ist Ben Cartwright, Prollo Ferrari. Ganz wichtig, ganz wichtig. Und ich habe euch diese Hand auch gegeben, auch wenn ihr Mädchen seid und eigentlich luschen, ne? Aber ich gebe euch trotzdem gerne die Hand. Ja. Ist ganz wichtig, ja. Ja, Karl-Heinz Ballermann ist auch wie immer human unterwegs hier heute. Nee, ist wirklich war das jetzt der wichtige Einsatz? Nein, das ist wirklich wichtig. Das mussten wir am Anfang besprechen. Weil, vielleicht habt ihr das in der Presse auch mitbekommen, es wurde ja neulich ein Bundeswehrsoldat entlassen, weil er sich geweigert hat, Frauen, und ich meine, ihr seid ja sowas Ähnliches, also Mädchen, die Hand gegeben hat. Da haben sie ihn rausgeschmissen. Und da hat er gesagt, ja, ich muss doch nicht jedem die Hand geben, ist doch richtig. Stimmt. Oder? Eigentlich stimmt das. Eigentlich stimmt das. Das
wurde ein bisschen anders gesehen, weil der gute Mann leider 2017 zum Extremislam konvertiert ist und das eben aus religiösen Gründen verweigert hat. Ja. Und ja, und dann kann man doch sagen, also könnte man ja auch sagen, okay, Religion, ja, das ist dann halt so. Da müssen wir doch akzeptieren. Was meint ihr? Was sagt das Gericht? Das Gericht? Ach, ja. Du bist jetzt hier auf der schon auf der Juraschiene unterwegs. Das sagt das Gericht. Das Gericht sagt wahrscheinlich, solange sich das mit die Gesinnung mit den Grundwerten der Bundesrepublik Deutschland, des Grundgesetzes in Einklang bringen lassen, hat ja jeder das freie Recht, sich so zu verhalten, wie er möchte. Also ich bin ja auch nicht gezwungen, jedem die Hand zu geben, auch wenn ich nicht zum strengen Islam konvertiert kleiner bin. Kleiner Tipp, der wurde rausgeschmissen. Der wurde rausgeschmissen. Mhm. Ja gut, das mag jetzt vielleicht mit irgendwelchen Regeln in der Bundeswehr zu tun haben. Ich bin Ola Zivi. Das müsst ihr mir sagen. Ihr wart bestimmt ein Schützengraben. Mich würde im Gegenteil vielleicht im Anschluss viel mehr interessieren, was denn valide Gründe wären. Ja, Sanitärgründe? Ja, auf jeden Fall. Es gibt ja keine Vorschriften, die besagen, du musst jemandem die Hand geben. Und gleichwohl hat das Gericht gesagt, okay, das geht halt nicht, weil, und das ist, finde ich, total logisch, wenn du einer Frau nicht die Hand gibst, einer Soldatin, einer Kameradin. Du musst ihr auch nicht helfen. Genau. Ja, das meine ich. Das hat was mit den Werten der Bundeswehr jetzt zu tun. Das ist halt Kameradschaft und dass man sich natürlich auf den anderen verlassen können muss im Einsatz, sonst bist du verloren. Und wenn er sagt, die ist nicht wert, dass ich ihr die Hand gebe, dann ist sie es vielleicht auch nicht wert, sie im Einsatz zu schützen, zu retten, was auch immer. Aber das ist für mich was anderes als die Grundfrage, die du mir jetzt gestellt hast. Ich bin ja kein Soldat. Ob man jedem die Hand geben müsste oder so, würde ich sagen, also das Arbeit. Ist noch was ganz anderes, ja. Ich muss ja nicht morgens rumrennen und allen die Hand geben. Also wahrscheinlich hätte er das nicht erklärt, warum er das macht, wäre das auch gar nicht so zum Thema geworden, wenn das einfach nicht gemacht hätte. Ja, ja. Könnte wenn er die Gesinnung nicht verborgen hätte, glaube ich. Das wäre ein Unterschied gewesen. Ja, vielleicht, ne? Wenn man dann daraus ja gut, ich meine, dass, ich sag mal so, religiöse Extreme und die Gesinnung verbergen, das widerspricht sich ja so ein bisschen, ja. Das hat ja auch immer so ein bisschen Sendungsbewusstsein, ja. Der Extremist will ja auch gesehen werden. Am besten in der Tagesschau. Ja. Okay. Mit einem großen Knall. Also, auf jeden Fall, zur Sicherheit habe ich uns deswegen lieber alle nochmal die Hand geben lassen. Wer weiß, ja. Vielleicht kommt einer ums Eck und dann sind wir auch auf der Straße. Ja, ja. Oder einer von uns ist zum strengen Islam konvertiert, das wissen wir noch nicht. Das müssen wir irgendwie noch ausloten. Ja, gucken wir mal, ja. Ja, aber Hand geben hat, wie gesagt, auch was mit Hygiene zu tun. Du hast es gerade gesagt, weil ich hatte eigentlich vermutet, dass du sowas bringst, wie ich habe mir gerade vorher noch irgendwie so damit gekratzt und reingelegt. Das würde man bei so einem Karl-Heinz Ballermann erwarten. Und Hygiene ist das Thema, was ich ursprünglich mal anreißen wollte. Das hätte ich nämlich nicht gedacht. Da habe ich vor einem halben Jahr in der Bild-Zeitung gelesen, dass es eine Schweizer Studie gibt, dass in Hipsterbärten mehr Bakterien unterwegs sind als im Hundefell. Und das Witzige ist, wie die das rausgefunden haben. Die hatten gar nicht vor, jetzt zu untersuchen, ob in Hipsterbärten mehr Bakterien sind, sondern die haben einen MRT-Scanner getestet, der für Hunde und für Menschen auch mit Barthaar benutzt wird, und wollten gucken, ob von den Hunden Bakterien auf die Menschen übergehen, wenn sie beide in dieselbe Röhre schieben, und haben dazu eben 30 Hunde und irgendwie 20 Hipster da reingeschoben und haben festgestellt, die Hunde, nicht gleichzeitig nacheinander, und haben festgestellt, die Hunde stecken sich eher von den Hipstern an als andersrum, weil die wirklich richtig ekelerregende Bakterien, teilweise sogar lebensbedrohliche, bei 7 Probanden haben die sogar lebensbedrohliche Bakterien in den Bärten gefunden. Und ja, das habe ich natürlich wohlwollend gelesen, denn ich will mir schon seit langem ein T-Shirt kaufen, auf dem draufsteht, ich habe einem Hipster in den Fuß geschossen, jetzt Hopster und solche Sachen, weil ich diese ganze Hipster-Bewegung eigentlich so, genauso wie andere Bewegungen, die so extrem übereinkommen, manchmal so ein bisschen auf den Sack gehen, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man dann so End-40er im Rewe, habe ich das letztens tatsächlich gesehen, da stand er da, hat nicht hier die Hipster-Dosen gekauft, sondern irgendwie welches veganes Parallelfleisch, Analogfleisch, mit seinem Bart, mit seiner Mütze. Der sah aus wie aus dem Hipster-Katalog. Und ich kann das irgendwo, ich finde, dass jeder sich so kleiden und tun soll, wie er will. Aber manche zumindest wirken dann so ein bisschen wie verkleidet auf mich. Also wenn das so alle Klischees irgendwie erfüllt. Ich weiß nicht, ob ihr da auch so eine starke Meinung zu habt, aber mir gehen da diese vorgelebten Abziehbilder so ein bisschen auf den Keks, wenn die mir im Alltag begegnen.
Ja, das stimmt zwar, aber es gibt eine Genugtuung, die du dir immer wieder vor Augen halten kannst. Die Bakterien. Ja, die vielleicht tödlichen Bakterien. Aber vor allen Dingen auch, dass mit Ablauf der Zeit, wenn die Jahre so verstreichen und man auf die alten Bilder schaut, wie die dann damals aussahen, dass das einfach nur lächerlich ist. Und dann hast du da halt, willst du dich schön an deine Jugend erinnern und dann siehst du da aus wie der Graus. Von daher, also es gibt die Gerechtigkeit. Ja, gibt die Gerechtigkeit. Okay, vielleicht finden sie es aber auch zeitlebens cool und sterben als Hipster. Sollen sie ja auch tun. Also ich will jetzt nicht hier generell mit allen abrechnen. Finde nur manchmal diese übertriebene Art so ein bisschen lächerlich. Deswegen passt auf, liebe Hunde und Hundebesitzer, wenn ihr so einem Hipster zu nahe kommt und schützt euren Hund. Ableben, das ist jetzt die bestellte Überleitung für mein erstes Thema. Unter dem Titel Extra Gebühr für XL-Särge. Ja, in Neuseeland wurde, wie ich lese, entschieden, dass der dickere Leichnam auch für höhere Bestattungskosten sorgt. Also ein größerer Sarg für einen dickeren Leichnam bedeutet höhere Bestattungskosten. Dieser Umstand soll sich auch auf der Rechnung niederschlagen, wenn es nach Behörden in Neuseeland geht. Ja, also in der Rubrik war noch Platz auf der Seite. Hastings ist der Bezirk auf der Nordinsel, der eine Extragebühr für die Einäscherung von Särgen in Übergröße nimmt. Oder hier steht, erwägt, aber ich gehe mal davon aus, dass natürlich durchgekommen. Und großer Sarg braucht länger im Ofen, ja, die Truthahn-Kenner wissen das. Da kostet es eben schon mal $200 extra. $200? Und, 200, also neuseeländische Dollar sind 121 Euro extra. Machen die das pauschal die oder die Grundgebühr sind 600 nach Kilo, Dollar. Das wäre cool, so ein gestaffeltes. Ja, das ist wohl pauschal. Also wie die Gans, die wird dann auch abgewogen. Also so sind 33% Aufschlag, ja. Aber guck mal, in Deutschland, da hätte es auch sofort wieder eine Gerechtigkeitsdebatte gegeben. Die ganze, ich bin doch nur ein ganz bisschen übergewichtig. Ja, und ich muss aber so viel zahlen wie der, was weiß ich, der 250 Kilo wiegt. Ja. Also ich sehe hier, ich lese das mal vor, das ist wahrscheinlich ein schlecht übersetztes Zitat. Ja? Shelley Angus, der Vorsitzende der Friedhofsvereinigung, sagt, die Neuseeländer seien fetter und größer als früher. Und der Betrieb größerer Einäscherungsanlagen sei nun mal teuer. So. Ja. Aber das ist ja interessant, so ein gewichtsgestaffeltes Einäscherungsgebührenkatalogchen, das würde ja auch bedeuten, dass Leute, die besonders dünn sind, vielleicht einen Rabatt kriegen. Ne? Ja. Wenn man die mal eben in so einem kleinen Ofen einäschern kann. Gibst du der Oma die letzten 20 Tage nichts oder mehr man zu kann essen? Sich auch zusammentun, ja? Also. Genau, drei Schmale in einen XXL-Sarg. Ja, müssen wir mal ausrechnen. Was kostet eine normale Bestattung? Das weiß man jetzt natürlich nicht. Ja, 600 war der Standardpreis, 200 extra. Ja, guck, dann hast Dicken. Du 800. Ja. Hast du ja. 800, wenn du da vier Schmale reintust, dann zahlt jeder nur 200. Oder die letzte Rache für die bucklige Verwandtschaft, die eh nur dein Erbe will, da frisst du vorm Ableben, da haust du nochmal die Sahnetorten rein. Das ist jetzt nochmal ja, da gucken die alle so, frisst doch nicht so viel, weißt wie teuer das wird. Genau, erst verfrisst er das Erbe und dann noch hier, ja. Gibt's noch ein XXL. Genau, dann können wir auch noch hinten latzen, hinten raus, das fette Schwein. Also das letzte Hemd hat keine Taschen, ja, und die letzte Hose hat keinen Gürtel. So sieht das aus. Ja, wie sieht das aus? Habt ihr eure Chemo-Cocktails eigentlich schon leer? Boah, ich bin schon total am Hyperventilieren. Ja, pass auf, weil ich habe nämlich auch eine Dose des Grauens mitgebracht. Und ich freue mich. Es ist, wir waren gerade in Neuseeland. Ich führe jetzt mal die Reise, ich glaube, nach Dänemark. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe diese formschöne Dose, um auch mal einen anderen Supermarkt zu nennen, im Lidl, im aktuellen Sortiment gefunden, die Weihnachtsedition der guten alten Faxedose, die echte Profis früher natürlich geshootet haben. Ein Liter Volumen, man sieht so einen Wikinger da drauf und dann hier so allerschönste Göttinnen, Krieger, man weiß nicht, so halbnackt. Also die Dose lohnt sich auf jeden Fall. Kann man für... Nicht so schütteln. Ja, stimmt, hast eigentlich recht. Aber sieht eh keiner, dass ich die jetzt hier so wie in die Kamera halte. Aber man hört es gleich, wenn es richtig ist. Ja, man hört es gleich. Aber ich bin ja nicht so ein Prollo. Eben, wir haben ja extra ganz bewusst aus Plastikbechern die Prollo-Variante getrunken. Ich habe euch natürlich schöne Gläser mitgebracht. Einmal hier aus dem Shop vom Camp Nou. Ja.
gebe ich dem echten Fußballfan hier Prollo Ferrari das FC Barcelona Glas. Habe ich vor vielen Jahren mal da im Stadion-Shop und du kriegst hier schön das Desperados-Glas und ich nehme auch ein Desperados-Glas. Wir können aber auch gerne tauschen. So, und dann reißen wir die Dose mal auf. Super. Und wenn du willst, kannst du dabei auch noch eins zum Besten geben. Ja, anscheinend hat uns alle das Thema Tod in irgendeiner Art und Weise fasziniert. Mich auch. Ich habe noch einen schönen Artikel. Oh, hört ihr, wie das perlt. Das Pferd? Ich glaube, ich muss das doch nehmen. Oh, ich habe jetzt das Barcelona-Glas. So ein Glück ein ist auf dem Teppich. Also Ben hat übrigens gerade natürlich wieder gekleckert. Ja, ich habe ja auch die Dose geschüttelt. Das ist auch nur fair. Ja. Das ist ja nur fair, dass ich hier den ganzen Schaum abkriege. Aber vielleicht jetzt zurück zum Thema Ableben. Yep. Es gab einen sehr schönen Artikel, auch für Jura-Interessierte ein absoluter Schmankerl. Und zwar handelt dieser Artikel von einem Mann, der mit Vornamen Benjamin heißt, für sich genommen schon ein ziemlich lächerlicher Umstand. Also wer so heißt, hat schon verloren. Ja, finde ich auch. Ne? Ja, also auf jeden Fall Benjamin Schreiber, wahrscheinlich aber eher Benjamin Schreiber ausgesprochen, Schreiber. Weil es handelt sich um einen Fall in den USA. Dort hatte nämlich dieser Benjamin Schreiber eine lebenslange Freiheitsstrafe zu verbüßen. Mhm. Und eines Tages hatte er Nierenkoliken. Und dadurch eine Blutvergiftung und dadurch schlussendlich einen Herzstillstand. Und er hatte auch vorher angegeben, er wollte nicht reanimiert werden, falls es sowas mal eintritt. Und auch der Bruder von ihm hat gesagt, nein, nicht wieder reanimieren. Aber die haben es trotzdem gemacht. Der gute Mann ist auch wieder erwacht und lebte ganz normal weiter. Im Gefängnis. Im Gefängnis. Lebenslänglich. Lebenslänglich im Gefängnis. Ja, okay. Und dieser Mann dachte sich jetzt auch, ich war doch jetzt eigentlich schon lebenslänglich im Gefängnis, weil ich war ja schon tot. Mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Da müsste man mich doch jetzt eigentlich wieder freilassen. Das finde ich auch sowieso. Wo hast du das jetzt rauszitiert? Ah, das war jetzt zum Beispiel, stand es auch im Spiegel. Ja. Aber ich bin da auf Nummer sicher gegangen. Ich wollte mich auf den Spiegel vertrauen. Ich bin deswegen nochmal eine Woche nach New York gefahren, habe mir da die New York Times geholt, um auch einfach mal inhaltlich abzugleichen. Ja, da bin ich auch auf gravierende Unterschiede gestoßen. Da werde ich aber gleich noch zu kommen. Mhm. Vielleicht, bevor ich das ins Juristische weitergehe, nochmal, was hat der eigentlich angestellt? Da ist nämlich der erste Unterschied festzustellen in der deutschen und der amerikanischen Berichterstattung. Er hat einen Mann wohl mit dem Stiel, laut Spiegel, einer Spitzhacke erschlagen. Und der Skandal ist, die New York Times legt offen, dass er mit dem Stiel einer Axt erschlagen wurde. Also das ist für mich schon mal also wirklich ein elementarer Unterschied, ja. Aber gut. Also da war aber das Metallteil nicht dran, sondern nur der Griff sozusagen. Nur der Griff, ja, totgeprügelt, würde ich mal sagen. Also, geht das man eigentlich in den Baumarkt, wenn ich da kurz unterbrechen darf? Und ja, ich brauche einen Stiel. Ja, Axt oder Spitzhacke? Ja. Genau. Das, gut. Ja, aber trotzdem, ich glaube, das ist schon. Ist halt auch ein bisschen lost in translation. Man weiß das ja nicht. Was heißt denn Spitzhacke auf Englisch? Spitzhacke. Axt. Ich weiß es nicht. Ja. Ja. Also juristisch dürfte es keinen Unterschied machen. Im Ergebnis war das Opfer tot. Ja, gut, okay, dann da muss ich da nicht mehr länger drauf rumreiten. Aber trotzdem, der Gedanke ist natürlich schon echt cool zu sagen, mein Herz stand still, ich war tot. Ja. Den finde ich auch wirklich, also finde ich wirklich eine Frage, die man jetzt auch, wenn man nicht Jurist ist, nicht ohne weiteres beantworten kann. Weil was heißt lebenslänglich, ist ja letzten Endes die Frage. Heißt das, ja, dass du bis zum Tod, würde man sagen. Und wenn man so davon ausgeht, dass jemand schon klinisch tot war, Herzstillstand, dann ist es ja letztendlich wieder, als Jurist müsste man dann den sozusagen definieren, was tot heißt. Dumm natürlich nur, wenn, wie das war, meines Wissens in den USA üblich ist, die Strafen auch schon mal addiert werden und du hast dann am Ende dreimal lebenslänglich. Das gibt es ja wirklich. Und das wäre zum ersten Mal so, dass das Sinn ergeben würde, dass die sozusagen auf ganz, das gibt es ja relativ häufig, dass man sagt, sie haben 10 Leute umgebracht und kriegen dann dreimal lebenslänglich, wo wir einfach nur lachen und sagen, wie soll das gehen? Da müsstest du wieder die Frage klären, ob das sequenziell geschaltet ist oder parallel läuft, dreimal lebenslänglich. Na gut, aber wenn es nacheinander wäre, dann würde das genau so ein Fall relativ sicher beantworten. Dann sagen, dann machen die einen Strich bei ihm an die Wand und warten auf den zweiten Herzstillstand. Aber die Frage ist, ob das überhaupt ausreicht. Ne? Einmal
sozusagen Herzstillstand zu haben und im Endeffekt so halb tot also zu sein. Ich hätte ja zumindest gedacht, das ist ein relativ sensationell neuer Fall. Aber solche Fälle gab es schon in der Vergangenheit und wurden auch schon ausgeurteilt. Zum Beispiel der wohl maßgebliche Fall war ein gewisser Jerry Rosenberg. Und Jerry Rosenberg ist wohl auch wieder auf diese Art und Weise zum Leben erwacht und hat behauptet, er wäre dann schon tot, müsste entlassen werden. Und daraufhin hat der Richter dann gesagt, und zwar sagte er hier vielleicht Zitat, writing that he did not legally die, as his presence in this courtroom indicates. Ich finde, das ist ganz passend, ja. Ganz realistische, pragmatische Ansicht. Da steht er, da lebt er, ja. Aber es gibt noch einen weiteren, viel, viel wichtigeren Punkt. Ganz abseitig vom Strafrecht. Und dieser Punkt, der wird zum Beispiel, und deswegen war es wirklich ganz interessant, auch mal die New York Times zu lesen. Dieser Punkt taucht in der deutschen Berichterstattung im Spiegel gar nicht auf. Wahrscheinlich, weil er einfach nicht so nicht so schön griffig und sensationell ist, aber er ist gerade für so einen Juristen doch total relevant. Könnt ihr euch vorstellen, was? Habt ihr eine Idee, was außerhalb des Strafrechts vielleicht noch von einem großen Interesse wäre bei dieser Frage, wenn man... Ja gut, wenn er den Wunsch geäußert hat, gar nicht wiederbelebt zu werden, dass sie sich darüber hinweggesetzt haben. Ja, das ist das eine, aber noch, stell mal vor, die hätten jetzt geurteilt, ja, der Mann, der hat recht, der war tot, ist zu entlassen. Und jetzt mal vergesst man das ganze Strafrecht. Was war der da noch? Was gibt es da noch für Fragestellungen? Ja, dann ist er wahrscheinlich auch nicht mehr der er vorher war. Ja, stimmt. Das ist auch nochmal eine Frage. Dann könnte man, der ist ja dann tot, dann könnte er quasi eine komplett neue Identität beginnen. Ja, und vor allen Dingen auch so etwas wie Versicherungsrecht. Also kann der zum Beispiel seine Lebensversicherung kassieren oder der Begünstigte. Ja, oder, auf jeden Fall kriegt er keine Rente mehr. Genau, kriegt er noch eine Rente. Oder Erbrecht. Wer erbt denn jetzt was? Erben die schon und er ist dann sozusagen fast mittellos? Ja. Und ja gut, es sei denn, er hat eine schöne Lebensversicherung, aber die würde er ja auch nicht bekommen, sondern seine Hinterbliebenen. Geht an die nächsten Hinterbliebenen. Eigentlich wäre er ziemlich gearscht. Er wäre raus aus dem Gefängnis, aber wäre nicht mehr in jeglicher Hinsicht existent. Aber es gäbe auf jeden Fall Folgeprobleme über Folgeprobleme. Das heißt, selbst wenn vielleicht ein Richter das unter strafrechtlichen Gesichtspunkten vielleicht sogar als überzeugend ansehen würde, würden die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, sagt hier auch ein Rechtsprofessor, das gar nicht anders ausurteilen, weil die Folgeprobleme einfach viel zu raumgreifend wären. Ja. Das fand ich richtig cool, ja. Und das liest du halt in der New York Times und nicht im Spiegel. Vielleicht an der Stelle, ich hatte eingangs gesagt, dass wir uns so vorstellen, wie so ein literarisches Quartett des Internet und der Presseberichterstattung zu sein. Eine Person fehlt da, die feiert gerade Kindergeburtstag. Und das ist jetzt ein kleiner Test, vielleicht schneiden wir das hinterher auch einfach wieder raus, aber... Können wir jetzt bitte erstmal Bier trinken? Ja, das machen wir. Wir wollten jetzt unseren Kollegen den Sommer, quasi das vierte Rad am Wagen, mal versuchen, per Telefon dazuzuschalten. Aber damit wir da so richtig auch in Partystimmung kommen, weil er eben Kindergeburtstag feiert, stoßen wir erstmal auf seinen Sohn an und wünschen dem kleinen, nennen wir ihn mal Karl, alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute. Gute. Mit einem herrlichen dänischen Bier. Ich hoffe, das ist überhaupt dänisch, aber ich glaube schon. Hervorragend, das haben wir noch schön mitgenommen. Und jetzt probieren wir mal. Hier, Technik, die begeistert. Man hört die Störsignale, deswegen habe ich das Handy eigentlich immer auf. Na, die Russen, die sind bei uns dran. Ja. Oder die Chinesen. Wo habe ich den Kollegen Sammer? Die haben ja immer im Internet immer so Stichworte, dann gehen immer überall die Lampen an und die Aufnahmegeräte. Zum Beispiel, wenn du Faxe sagst, Faxedose oder so, dann... Oh, wir haben ein Signal. Das Rauschen. Kann ich abnehmen. Ja, der macht, glaube ich, gerade Topschlagen. Hallo? Ja, schönen guten Tag, Herr Sammer. Sie sind live auf Sendung hier im Benanza-Bus, unser viertes Rad im literarischen Quartett. Hallo, Herr Sammer. Was? Was ist los? Wir haben eine juristische Fachfrage für dich. Der Karl-Heinz Ballermann hat da was aufbereitet. Einen ganz coolen Fall. Eine kurze Einschätzung nur von dir, damit wir dich auch mal hier in die Sendung geholt haben. Also ich habe den Fall hier schon lang und breit erzählt, ne, Sammer. Und aber du bist ein kluger Kopf. Ich erzähle ihn dir kürzer. Pass auf. Einer in den USA ist für lebenslang zum Gefängnis verurteilt worden, kriegt
in der Haft allerdings einen Herzstillstand, wird wiederbelebt. Und behauptet jetzt oder hat dann drauf gedrungen vor Gericht, dass man ihn entlässt, weil er wäre ja schon tot gewesen. Und da haben die dann entschieden. Ja, was meinst du? Genau. Also du bist doch hier unser Jurist, unser juristischer Beistand. Ja, sag mal. Der Telefonjoker. Ja, da kommt jetzt natürlich drauf an. War der hirntot, wie zu erwarten ist? schon vorher. War der vorher schon? Schon. War der vorher schon, ja, dann muss der natürlich jetzt freigelassen werden. Nee, der ansonsten, also der war, ansonsten, der war ganz normal danach wieder. Wenn der nur ein Herzklabaster hatte, dann ist der ja nicht tot. Das ist ja, also Hirntod zählt ja, zumindest soweit ich weiß. Und insofern. Der war ja hinterher wieder ganz normal hergestellt, so habe ich das verstanden. Mhm. Ne? Das war jetzt nicht so. Also du machst Hirntod. Ja, den Aspekt hatten wir noch nicht. Ja, der PP, persönliches Pech. Da hätte er mal so ein bisschen länger dahin siechen sollen. Aber was hat er dann von der Freilassung andererseits? Ne? Da liegt er irgendwie da. Ja, das ist ein schmaler Grad. Liegt er gut. Insofern ist die Idee ein ziemlich schmales Brett. Ja. Aber sag mal, da liegst du vollkommen richtig. Das Gericht hat auch so ausgeurteilt. Und wir hatten gerade schon gesagt, interessant war eben auch dabei die Folgefrage, losgelöst vom Strafrecht. Wenn die nämlich gesagt hätten, ja Jürgen, du hast recht, du warst tot und du kannst jetzt gehen, dann würden sich Folgefragen wie zum Beispiel beim Erbrecht anschließen, Lebensversicherung und so weiter. Ja, das fand ich war ein ganz interessanter weiterer Aspekt an dieser etwas kuriosen Geschichte. Ja, stimmt. Ja, also da merkt man auch, dass du, Karl-Heinz Ballermann, richtig was auf dem Kasten hast. Ja. Also diese Folgefragen, da muss man erstmal drauf kommen. Ja, ja, stimmt. Vor allen Dingen, wenn die in der Zeitung stehen, die Folgefragen. Lesen kannst du immerhin. Immerhin das. Ja, danke aber trotzdem für deine Einschätzung. Bist du ruhig bei dir? Sag mal, wo sind denn die ganzen topschlagenden Kinder? Wir haben gerade schon auf deinen Sohn Karl angestoßen. Nein, der Kindergeburtstag ist ja erst morgen. Heute kommt die Bagage. Also da wird es gleich laut. Oder wir dachten schon, oder ich hätte schon gedacht, dass du die wieder vor Fortnite gesetzt hättest, die Achtjährigen. Aber sag mal, so du bist ja auch immer einer, der viel da in den Medien unterwegs ist. Hast du vielleicht so als kleinen Seitenkick auch irgendwie eine aktuelle Meldung, die du hier reinschmeißen kannst, so ganz spontan? Irgendwas, was dein Aufreger des Tages war? Nee, doch. Aufreger des Tages. Klar, auf jeden Fall, habe ich vorhin gelesen. In Frankfurt am Main haben sie die Werte im Main gemessen und haben festgestellt, dass da wesentlich mehr gekokst wird mittlerweile. Die Rückstände im Wasser, im Fluss, sind massiv erhöht im Vergleich zur letzten Messung. Und das geht wohl nur ausschließlich dieses Abbauprodukt. Darauf ist nur darauf zurückzuführen, dass das im Urin, also vom Körper, so entsprechend verstoffwechselt wurde. Ist das wohl auch eine Folge des Brexit vielleicht? Kann das sein, dass die ganzen koksenden Banker Also ab welchem Wert gilt auf jeden Fall die Finanzkrise als beendet? Eine Folge auf jeden Fall, dass Frankfurt als Finanzmetropole wächst. Das auf jeden Fall. Interessanter Indikator, ja. Vielleicht sollten wir das mal anregen, dass das wirklich mal fortwährend gemessen und in Beziehung zum Brexit gesetzt wird. Hervorragende Idee, finde ich. Ja, finde ich auch. Fall. So, jetzt muss ich los. Alles klar, mein Lieber. Jo. Vielen Dank für diese kleine Schalte. Und alles Gute fürs Knie, ne? Jo, und für den Karl. Ja, euch auch. Tschüss. Bis dann. Tschö. Ciao. Ja, wunderbar. Das war unser Telefonjoker, der Sammer. Direkt live vom Kaffeetisch. Prösterchen. Apropos Kaffeetisch, Prost. Prösterchen. Bierchen läuft auch schon wieder sehr gut hier. Wie schmeckt euch denn dieses Faxe? Ich meine, ich finde die Dose richtig geil. Ich habe sie früher schon immer gemocht und ich werde auch ein Foto davon machen und einstellen, damit man mal hier diese ganzen Götter und Äxte, da ist auch eine Axt, da sieht man das sehr schön, die Axt, vielleicht mit dem Stiel dieser Axt wurde der erschlagen. Ja, genau, das war da genau ist die Axt. Kein Unterschied zu einer Spitzhacke Hirntod von der Länge. Bei Dosenbier. Ja. Die hatten doch früher da immer den durstigen Mann drauf, oder? Das war Tuborg. Tuborg, ja. Fax hat eigentlich immer nur so eine grün-rote Dose gehabt, ja. Ohne groß Papier, ohne groß was Schönes dabei. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich habe noch zwei richtig nette Sachen dabei, vielleicht um zu zeigen, wie politisch unkorrekt oder wie sehr ich oft mit meinen Ansichten da an Wände fahre. Vielleicht diese Meldung
aus Australien. Wir waren eben in Neuseeland, jetzt sind wir in Australien, in Perth. Da haben Anhänger einer Metzgerei, Fleischerei oder auch Schlachter, wie man im Norden sagt, gegen Veganer demonstriert, die gegen den Schlachter, Metzger oder Fleischer demonstriert haben und haben sich dort aufgestellt. Das hat der Kölner Stadtanzeiger unter anderem berichtet. Kannst du mir das 20 Veganer, pass auf, 20 Veganer haben sich vor dieser Metzgerei positioniert, um gegen den Verkauf von Pferdefleisch zu demonstrieren, der da in diesem Laden stattfand und natürlich die vorhergehende Tötung. Und daraufhin sind, und das ist das Geile, warte, daraufhin sind, ich glaube, 100 Fleischanhänger haben sich dann vor der Metzgerei positioniert und haben gegen die Veganer demonstriert und haben da so quasi rohes Fleisch aufgebaut, so als Abwehrmaßnahme. Das hat dann aber irgendwann nicht mehr gereicht. Und daraufhin haben die dann das Fleisch genommen und haben die Veganer damit beschmissen, um die sozusagen zu vertreiben. Was haltet ihr von sowas? Also da bekommt der Begriff Fleischpeitsche natürlich eine ganz andere Bedeutung. Wie heißen die Dinger? Fleischfackel, diese Bauchspeckfackel. Ach so, du meinst jetzt das, was... Ja, mit Bauchspeckfackeln könnte man auch so eine Prozession gegen Veganer... Also ich sehe schon, also Bauchspeckfackel ist nicht zu verwechseln mit Fleischpeitsche. Ja, Fleischpeitsche ist, glaube ich, was anderes. Da müssen wir das Niveau noch ein bisschen sinken, müssen wir über die Fleischpeitschen sprechen. Aber da habe ich gleich noch was in der Schublade. Sehr gut. Aber jetzt mal bei... Das sind ja nur sozusagen die Artikel und natürlich... Sollte man jetzt nicht Veganer mit Fleisch beschmeißen, weil das Fleisch ist ja zum Essen da. Das, ne? Das ist ja viel zu schade. Man spielt ja mit dem Essen, nicht? Haben wir immer gelernt. Aber ich kann es irgendwo so im tiefsten meines Herzens, und das zeigt vielleicht wieder, was für ein schlechter Mensch ich bin, ich kann es irgendwo verstehen, weil diese vegane, ich habe nichts gegen veganes Leben, aber diese vegane Moralkeule, die man überall entgegengeschwungen bekommt, die ist manchmal auch schon ganz schön hart. Also man hat so das Gefühl, man ist ein ganz, ganz, ganz böser, schlechter Mensch, wenn man überhaupt nur drüber nachdenkt, zum Fleischer zu gehen, zum Metzger zu gehen. Oder gar mit dem SUV zum Bäcker, ja, mit dem Flugzeug zum Fleischer. Ja gut, das... Aber das zeigt schon, dass du tickst auch so, ja. Du hast dich gerade zum Beispiel selbst erniedrigt, denn wie du sagst, ich bin wahrscheinlich ein ganz schlechter Mensch, wenn ich das sage. Das bist du überhaupt nicht. Da muss man auch ganz selbstverständlich mit umgehen, ehrlich gesagt. Ich wollte auch nicht sagen schlecht, ich wollte eher sagen, dass es so wirken könnte, dass ich ein intoleranter Mensch bin. Das meinte ich. Also das schlecht bin ich nicht, weil ich Fleisch esse. Was ist denn intolerant, wenn ich mich mit 20 Leuten von der Fleischerei aufbaue, da wahrscheinlich den Geschäftsbetrieb verhindere, weil ich überzeugt bin, dass kein Fleisch gegessen werden sollte. Aber nachweislich sehr viele Menschen gerne Fleisch essen. Was ist daran zum Beispiel tolerant? Da ist nichts tolerant. Und ich finde, und da stimme ich dir, glaube ich, zu 100% zu, ich finde es vollkommen in Ordnung, dass die Leute sich für ein fleischloses Leben entscheiden. Was ich nicht in Ordnung finde, ist, dass moralisch für sich zu überhöhen und anderen das zu oktroyieren zu wollen. Das finde ich einfach abartig. Und damit diskreditieren sich diese Menschen in meinen Augen auch selber. Vielleicht sogar mit einem berechtigten Anliegen, vielleicht sogar mit Überzeugungskraft hätten sie dieses vielleicht auch vortragen können. Aber so diskreditiert man sich, glaube ich. Und deswegen kann ich dann irgendwann solche Reaktionen auch verstehen, auch wenn sie ein bisschen unkonventionell sind natürlich. Ja. Aber ich find's ehrlich gesagt geil. Ja, ich find's, also, ja, ich muss auch sagen, das sind so genau diese Artikel, die ich halt gerne rausgrabe und deswegen auch froh bin, dass wir da mal drüber sprechen können, weil letzten Endes, da sind 20 Leute, da ist noch Faxe drin und auch ein bisschen Fleisch. Also ich habe da extra noch Sud. Hast du Fleisch? Fleisch-Sud mit zugemischt, deswegen schmeckt das auch so gut. Möchtest du auch noch einen Schluck? Ja, er möchte auch noch einen Schluck. Ja, ich hätte mal noch so eine Dose kaufen sollen, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, komm mal her. Ja, Faxe geht immer gut. Ja, nee, also kann man mal machen, ich finde es halt schade ums Fleisch. Ja, da stimme ich dir zu, von daher ist das fast ein Verbrechen, aber gut. Gut, in diesem Sinne, Prost. Zum Bohle. Vielleicht haben wir ja noch was Nettes hier im Köcher für euch mitgebracht. Karl-Heinz, willst du noch einen raushauen? Ich hab auch noch so, das geht auch in Richtung Fleisch, eher nacktes Fleisch, das hebe ich mir aber noch auf, den... Ja, wisst ihr, wenn wir gewisse Personen hier hätten, dann müsste ich gar nicht mehr sagen, was ich zu sagen habe. Dann wüsste die das nämlich von vornherein. Es gab nämlich auch einen sehr schönen Fall hier in Bonn, wo eine Wahrsagerin zivilgerechtlich verurteilt wurde. Ihr merkt schon, ich bin heute sehr juristisch unterwegs, aber die Jura hat anscheinend wirklich auch sehr lustige Sachen zu bieten.
Und zwar hat eine Wahrsagerin eine psychisch etwas labile Person wohl dazu überredet, A, bei ihr einzuziehen und dann auch die Vermögenssicherung, wie sie das wohl nannte, für diese Person übernommen. Was glaubt ihr, hat die Wahrsagerin unter Vermögenssicherung verstanden? Eine ganz grobe kleine Einschätzung eurerseits vielleicht? Vermögenssicherung, Diebstahlschutz. Also ihr müsst euch vorstellen, eine hilflose Person mit ihrem Vermögen kommt in die Wohnung der Wahrsagerin, mietet sich dort ein, weil sie von dieser Wahrsagerin dazu überredet wird und dann gibt es eine Vermögenssicherung. Sie hat erstmal alle ihre Wertsachen entgegengenommen und wahrscheinlich auch die Kontovollmachten. Ganz recht. Und auch natürlich die sozusagen Kontobeträge sich überweisen lassen, beziehungsweise ihrem Sohn. Aus welcher Quelle hast du das jetzt wieder gezogen? Das ist Lokalpresse hier, Bonner Generalanzeiger. Wahrsagerin soll 37-Jährige aus Bonn abgezockt haben. 37-Jährige? Ja. Das klang so wie so eine hilflose alte Dame oder so. Aber psychisch labil. Und dann ist die Dame wohl, aus welchen Gründen auch immer, also die etwas labile, mal 5 Tage in die Staaten gefahren. Wahrscheinlich, um mal ein bisschen Pause vor der Wahrsagerin zu haben. Oder vielleicht wollte sie auch nur die New York Times lesen. Ja, genau. Und als sie dann nach 5 Tagen wiederkam, da war die Wahrsagerin schon sehr fleißig gewesen. Sie hat nämlich unter anderem über ihren Sohn den Wagen, der dieser 37-Jährigen wohl veräußert, war im Begriff, deren Wohnung aufzulösen. Und hat sich überdies auch geweigert, sämtliche Vermögensgegenstände rauszurücken. Weil sie hat ja die Vermögenssicherung übernommen. Das muss man ja auch verantwortungsvoll machen. Ganz recht. So labil wie die Dame auch war, sie hat sich das nicht gefallen lassen. Und hat eine Axt gekauft. Ja, und hat einen gewissen Benjamin Schreiber beauftragt. Nein. und hat dann die Dame verklagt. Ja, und dann wurde der Fall verhandelt. Und dann kommt eigentlich das Schönste an diesem ganzen Fall. Dann sagte nämlich der Richter vor der Urteilsverkündung, beziehungsweise bevor es darum ging, einen Vorschlag zur gütlichen Einigung zu unterbreiten. Sie wissen doch schon, was auf Sie zukommt, oder? Ja, eine Wahrsagerin sollte es in der Tat wissen. Sie fand das, glaube ich, dann nicht so wichtig, nicht so witzig. Schlussendlich hat sie dann auf jeden Fall die beklagte Seherin unter wüsten Beschimpfungen das Gericht verlassen. Musste aber zahlen. Ja, manchmal, das finde ich ja ganz, das liest man ja hin und wieder mal in der Berichterstattung über Gerichtsverfahren, wenn Richter, die ja wirklich so ganz objektiv urteilen müssen, dann doch irgendwie so diesen Humor haben, bestimmte Sachen zu kommentieren und ja, sich auch diese Freiheit nehmen. Ja, aber ich finde, so einen Scherz kann man auch mal machen. Den muss man machen, sonst, ich glaube, das ist ja dann einfach nur, dadurch kriegt, glaube ich, auch Rechtsprechung so ein bisschen noch eine höhere Akzeptanz, wenn man sich da immer so als etwas völlig außerhalb aller Menschlichkeit und so verstehen würde, dann würde das gar nicht so akzeptiert werden. Also ich finde das super. Ich finde dann an der Stelle auch Rechtsprechung und Juristerei lebhafter, wenn ein Richter auch so eben so einen Spruch bringen kann. Wird ja jeder andere auch so denken. Ja. Aber Vermögenssicherung finde ich schon interessant. Es gibt einfach krasse Leute, was Leute mit sich machen lassen. Ja, aber witzigerweise menschelt es auch bei mir vor Gericht. Ja, Schwarzfahrer. Ja, wer von uns ist nicht schon mal gerade, ach, da war doch was. Ja, ein Schwarzfahrer steht vor Gericht, 53 Jahre alt, war 3-mal ohne Fahrschein ertappt gewesen worden und musste sich nun wegen eines Schadens von 8,70 Euro vor Gericht verantworten. Und er gab sogar zu, schwarz gefahren worden zu sein. Das tut ihm auch sehr leid. Ja, dass er war leider seit einem schweren Unfall arbeitsunfähig und vergesslich und denkt dann, ich glaube, das kennt man häufiger schon mal nicht daran, die Fahrkarte zu ziehen. Und im Übrigen sei er auch zur Gerichtsverhandlung ohne Ticket gekommen, da er gerade kein Geld habe. Ja, worauf ihm dann mehrere Zuschauer im Gerichtssaal spontan ungenutzte Fahrscheine schenkten und ihm auch noch 10 Euro in die Hand drückten. Das Verfahren wurde eingestellt. Hoffentlich ist er gut nach Hause gekommen. Ja, da menschelt es sehr. Das erinnert mich so ein bisschen an die Studentenzeit, wo man ja auch immer noch jemanden mitnehmen konnte. Ich meine sogar auch tagsüber, je nachdem. Nee, das war doch immer erst ab 15 Uhr, oder? Ja, oder am Wochenende rund um die Uhr. Ich habe ja im Ruhrgebiet studiert, daher
Und wie dem auch sei, ja, da gibt nach dem Einsteigen tut sich ja dann auch direkt so eine kleine Börse auf, ja, hat jemand ein Ticket und kann mich mitnehmen oder wollen Sie nicht bei mir mitfahren, lassen Sie das Kleingeld doch stecken. Seid ihr früher echt viel mit der Bahn gefahren und so im Studium? Ich bin echt nur mit dem Rad unterwegs gewesen. Ja, das war zumindest auch ganz lange. Ich habe ein Studium abgeschlossen und habe danach noch tatsächlich Astrologie studiert für den Fahrausweis, weil man dann für 90 Mark Semestergebühren und 90 Mark für die Stadtwerke ein ganzes halbes Jahr im kompletten Verbund sogar rumfahren konnte, fast bis Düsseldorf. Okay. Und das war also sehr in Bochum attraktiv. War immer so ein bisschen hügelig. Ich habe auch relativ weit von der Uni weg gewohnt und bin deswegen immer gerne Bahn gefahren. Ja, und da sagt man ja auch nicht nein, wenn jemand noch mit möchte. Ist ja bezahlt. Ja, lustigerweise Ticket, war mal ein Nebenjob von mir, Fahrgastbefragung in Bus und Bahn zu machen. Fahrgastbefragung. Nein, pass auf, da mussten wir immer nur fragen, so statistisch, das waren 2 Jahre so ein sehr gut bezahlter Job für alle Studenten und Schüler. Nur die haben immer gedacht, ich bin Kontrolleur und haben dann immer Schiss gekriegt, wenn ich da kam. Mir war das eigentlich egal. Ich habe dann halt notfalls angekreuzt, keinen Fahrschein. Aber das war so ganz interessant zu sehen, dass Leute dann ja, also manche hatten ein schlechtes Gewissen, andere haben eiskalt gesagt, ja, ich habe keinen Schein, ist mir scheißegal, was machst du jetzt? Das erinnert mich an eine Episode aus meiner Kindheit. Ich glaube, ich achte eigentlich immer peinlichst genau darauf, einen Fahrschein zu besitzen, wenn ich unterwegs bin. Und ich glaube, das rührt aus einer sehr einschneidenden Kindheitserinnerung. Es war nämlich Kirmes im Dorf. Ja, ich durfte aufs Karussell und der Opa hat die Chips spendiert. Ja, kam immer nach der Runde, nächste Münze und dann bin ich weitergefahren. Ja, nur irgendwann waren sie im Gespräch. Ich rief noch, Opa, Opa, meine Münzen. Aber es ging schon los und der Opa hat mich nicht gehört. Und dann kam der Kontrolleur und wollte die Münze sehen. Ich dachte, ja, ich habe raus! Ja, ich bin natürlich sitzen geblieben, aber nichtsdestotrotz. Oh mein Gott. Das war so eine einschneidende Erinnerung. Ja. Was ich schön fand bei deinem Vortrag, ich weiß nicht, ob du Germanistik studiert hast, aber du hast gesagt, schwarz fahren geworden zu sein, schwarz gefahren worden zu sein. Und das ist eigentlich korrekt. Man sagt ja eigentlich immer, der fährt schwarz. Mhm. Aber fahren tut er ja gar nicht, der fährt ja nur mit. Also er wird ja gefahren vom Busfahrer. Ja, du bist jetzt aber echt ich bin da so drüber gestolpert und dachte so, warum sagt er die ganze Zeit schwarz gefahren worden zu sein? Aber es ist voll korrekt. Wir sind hier auch linguistisch und germanistisch absolut präzise heute. Ich habe zwar, glaube ich, was anderes gesagt, aber nichtsdestotrotz. Ja, dann sag nochmal, was du gesagt hast. Ist ja, also das ist aber doch die Frage. Er wird ist er gefahren oder ist er gefahren worden? Worden, genau. Aber gefahren ist er ja trotzdem. Ich bin geflogen worden. Ja. Ja, aber man sagt ja immer, genau, ich fliege dahin. Du fliegst ja eigentlich. Aber du fliegst doch auch. Ja, ja. Alle fliegen. Ja, alle fliegen. Ja. Der, auch selbst der Pilot, der fliegt. Ich meine, der steuert natürlich, aber der fliegt ja auch mit dem blöden Flugzeug. Und du fliegst halt auch, du hast ja keinen Knüppel in der Hand. Ja, das weißt ja auch, wie das ausgeht, ne? Das mit so einem Knüppel in der Hand. Das ist ein gewagter Übergriff, aber das war ja auch die Frage eben beim Leben, ja? Also ist das Leben vorbei oder geht's weiter oder ist es ein neues Leben, ja? Also fliegst du fliegst ja, ja? Aber du wirst ja auch geflogen, weil du kannst, also während du fliegst, kannst du dich ja in diesem Zustand des Fliegens dauerhaft nur halten, hast du mehr weil der Pilot dich fliegt, ja? Ja, weil, wenn dich im Fliegen, wenn der am Pilot Fliegen am Halten aufhört, dran dich ist. Zu fliegen, dann ist der Zustand relativ bald vorbei. Dann ist der verflogen, der Zustand. Also, in diesem Sinne, wo fliegt man denn gerne hin? Man fliegt ja vorzugsweise gerne in die Sonne. Und jetzt frage ich euch mal, kennt ihr eigentlich, ich muss das lateinische Wort nehmen, sonst wisst ihr sofort, worum es geht, Perineum Sunning. Wisst ihr, was das ist? Das Perineum klingt nach so einer eherzeitlichen Phase. Ja, ich würde sagen, dass man irgendwo so im Analbereich auch mal ja, die Sonne scheint. Ja, Perineum ist dein Po-Loch. Siehst du? Und das, ja, ist, ja. Ein, das ist ein Trend. Ich habe vor einigen Wochen in den vielen WhatsApp-Gruppen, ich weiß nicht in welcher, kam so ein Link rum so mit Perineum Sunning oder Po-Loch Sonnen, ist der große neue Trend. Das ist das ungefähr Gegenteil so. Das von Anal Bleaching? Ja, das ist das Gegenteil, nämlich Anal Browning, was auch immer, aber halt auf natürliche Art und Weise. Und
Die Idee ist, man hält sein Poloch für 30 Sekunden in die offene Sonne und tankt damit so viel Vitamin D, wie man sonst gar nicht gerade in der Winterzeit aufnehmen könnte über den restlichen Haut, weil deine anale Haut so sensibel ist. Und so viel, so gut, das hätte mich jetzt noch nicht dazu gebracht, das hier vorzustellen. Was ich aber gerne vorstellen wollte, ist, ihr habt vielleicht alle Deadpool 2 gesehen. Nein, leider noch nicht. In Deadpool 2 gibt es einen, am Anfang ist ein Kontrahent, am Ende ist es ein Verbündeter mit Riesenmuskeln. Josh Brolin spielt den, ein Kerl, wie er im Buche steht. Und Josh Brolin hat die Tage bei Instagram gepostet, dass auch er fucking Perineum Sunning probiert hat. Und ich muss euch jetzt am besten einfach diesen Instagram-Beitrag vorlesen, weil Josh Brolin, also zum ersten war ich sehr geschockt, dass Josh Brolin, dieser muskelbepackte Kerl, da so liegt. Guckt euch mal dieses Foto an. Das ist ein Beispielsfoto vom Perineum Sunning. Das stellen wir auch noch ein. Da liegt jemand mit gespreizten Beinen, hält seinen Arsch in die Sonne. Also wirklich, man sieht zum Glück das nur von der Seite. Viele kennen den Post vielleicht auch. Und das hat der repostet und hat dazu geschrieben, tried this perineum sunning that I've been hearing about and my suggestion is do not do it as long as I did. My pucker hole is crazy burned and I was going to spend the day shopping with my family and instead I'm icing and using aloe and burn creams because of the severity of the pain. I don't know who the fuck thought about this stupid shit, but fuck you, nonetheless, seriously. Und dann Hashtag Black Hole Friday, Black Hole Sun and Asshole Care. Ich muss sagen, wie lange hat er denn da gelegen? Offensichtlich zu lang, der hat sich tierisch den Arsch verbrannt, und zwar das Arschloch, ja, die Rosette. Und ich finde das aber irgendwie geil, dass so ein Kerl, dass er das, ich meine, der hätte er einfach für sich behalten können. Und erst habe ich gedacht, warum teilen die Leute das mit? Aber ich finde diesen Post so witzig. Wahrscheinlich hat ihn einer abgefilmt und der wäre dann erpresst worden. Jetzt ist er in die Offensive gegangen. Vielleicht, aber er geht auf eine geile Art und Weise auf die Offensive. Ich finde den, also eigentlich dafür, dass das echt peinlich ist, sich da so zu outen und zu sagen, ich habe meine offene Rosette in die Sonne gehalten und mir sie auch noch verbrannt. Also das ist ja so wie die ganzen Krankenhaus-Stories, wo irgendwie angeblich einer sich einen Hamster durch ein Rohr in den Po reinlaufen lässt und dann versucht, mit dem Feuerzeug den wieder rauszulocken. Und oder da gibt's mit der Leuchtstoffröhre, das in Heimarbeit podiert, ja? Ja. Die Lampe an und dann scheint dir die Sonne aus dem Kopf. Das mit dem Hamster war übrigens eine Geschichte von, ist viele, viele Jahre her aus den New York Times. Okay. Das ging wirklich, da hat ein Arzt das berichtet, da ist ein Pärchen gekommen und die hatten sich eine Röhre in den Hintern wohl gesteckt und ein Hamster da durch die Röhre in das Innere des Partners reinlaufen lassen. Dann wollte der Hamster aber nicht wieder rauslaufen und haben sie versucht, mit einem Feuerzeug, also sozusagen Licht am Ende des Tunnels, den wieder rauszulocken. Dabei haben sich irgendwelche Gase entzündet und der Hamster ist wie durch so ein Kanonenrohr da rausgeschossen und hat dem anderen Partner, der vor dem Rohr stand, die Nase gebrochen. Und deswegen mussten die ins Krankenhaus. Der eine wegen einem verbrannten Hintern, so ähnlich wie Josh Brolin, der andere mit einer gebrochenen Nase. Ich weiß nicht, wie die Konstellation genau war, aber erklär das mal dann in der Notaufnahme. So ähnlich ist das wahrscheinlich auch, wenn du Perineum Sunning zu extrem betreibst. Da sagst du, ja, tried this new trend and hab meinen Po da in die Sonne gehalten. War das zufällig eine Geschichte, die am 1.4. gelaufen ist? Nee, mit dem Hamster meinst du? Mhm. Das weiß ich nicht. Das war auf jeden Fall so eine Geschichte, die über Mythen, tatsächlich über Mythen der Presseberichterstattung ging. Also ob restlos geklärt ist, dass sie wahr ist, weiß ich nicht. Das habe ich nur tatsächlich in der New York Times darüber gelesen, dass sie berichtet wurde. Viele, viele Jahre, bestimmt schon 15 Jahre her. Ja, da habe ich, wo wir schon bei diesem Thema sind, das hatte ich ja eigentlich als Backup aufgehoben. Ich versuche es mal hier im Restlicht zu erkennen. Verzeih mir bitte, aber die Gläser sind leer. Die Gläser sind leer, ja. Ich habe nichts mehr. Du hast doch noch ein Schätzchen, sagst ich, du. Ja, ich muss zugeben, ich bin da einem kleinen Malheur aufgesessen. Ich saß heute im Büro und saß, ja, und irgendwann war es dann fast 3 und ich dachte, irgendwas hast du vergessen, ja. Und tatsächlich, das kühle Nass stand noch ganz ungekühlt im Regal und da war in 5 Minuten leider auch nichts mehr zu machen, sodass ich diese Backup-Lösung hier dabei habe. Was kommt jetzt? Das ist, ihr könnt ja wahlweise raten, ja, also wenn es recht ist, würde ich die Biergläser nachbenutzen, weil ich glaube, dieser
faulige, bunte Geruch dürfte sich hier in das Plastik eingebrannt haben, unwiderruflich. Und du meinst von unserem schönen Energy Drink. Ich bin total voller Energie jetzt. Ja. Was so. Ist denn das? Das schäumt, das schäumt wie Sau. Das schäumt wie Sau. Du bist ja noch zu Gange. Ja, ja. Dann trink doch aus. Na komm. Ich weiß gar nicht, ob ich tauschen will. Doch, das willst du, das ist gut. Das riecht hervorragend. Na komm her. Also das hat auch eine sehr dezente Schaumkrone. Ja, es ist so ein bisschen wie so dieser Schaum bei Sinclair-Anlagen obendrauf. Ja, oh, das schäumt aber ganz massiv. So, ich versuche das mal noch ganz schnell hier bildlich festzuhalten. Ja. Haben wir denn gleich noch Licht? Ja, wir machen gleich das Licht an, würde ich sagen. Mhm. Hervorragend. Der Benanza-Bus verfügt auch über ein hervorragendes Standlicht. Ja. Aber leider nicht über einen wohlsortierten Kühlschrank. Ja, ich habe ja die größte Dose von allen mitgebracht, möchte ich mal behaupten. Aber das muss ich nichts heißen. Wir haben ja noch ein bisschen Ausbaupotenzial. Oh, ich muss erstmal durch diesen Schaum durchkämpfen. Eine Cola ohne Kohlensäure? Fies. Voll Deibel. Ja, du beschreibst es eigentlich ganz gut. Erstaunlich. Erstaunlich. Die hast du auch schon mal ein Jährchen im Schrank gehabt. Die ist vom, darf ich den Namen nennen? Das ist auch ein Rewe. Auch ein Rewe? Ja, Rewe, die ist von vorgestern. Ich fürchte, die sämtliche Kohlensäure hat sich gerade durch die Aufschäumung in die Atmosphäre bewegt. Ja, tut mir leid für dieses... Was ist denn das jetzt für eine... ...flörriges Zielgetränk, das ist eine Fritz-Cola. Eine Fritz-Cola. Mit Koffein. Mit Koffein. Na, und Zucker. Warum gibt es, ja, weiß ich auch nicht, wie das passieren konnte. Also, da war die letzte Fritz-Cola. Guck mal, Karl-Heinz, wenn du dich mal da oben so ein bisschen einen langen Arm machst und da oben diesen Schalter einfach umlegst, dann haben wir hier auch eine schöne Beleuchtung, hoffe ich. Den da? Ja, klick da oben, der da ganz oben, dieser lange, breite. Ah, in die andere Richtung. Ja, hier funktioniert nichts hier in der Bude. In die andere Richtung. Da? Ja, funktioniert nix. Ach, das kriegen wir alles hin. Schrottbus. Das Schrottbus. Da hast du wirklich wahr, das ist echt ein Schrottbus. Ich bin ziemlich sauer auf den Bus, weil er gerade überall kaputt gegangen ist. Aber schau. Ja. Wie habe ich das gemacht? Ja, also du musst den Zuhörern aber auch sagen, dass jetzt gerade das Licht angegangen ist, mein Lieber. Ja. Ne? Eine Lampe ist angegangen. Leider ist die Lampe noch nicht am Leuchten. Wir haben auch, glaube ich, echt keinen Stoff mehr, aber... Hat noch jemand einen Artikel, den wir hier so ein bisschen, also ich trage den mal so ab der Mitte vor, das passt auch irgendwie so latent zum letzten Thema, so was die Verbrennung was, jetzt von nee, den ganzen so, Toten was da. So die Körperregion anbelangt. Also, Polizeikontrolle, ja, wer kennt das nicht? Man fährt gemütlich mit 180 über die Landstraße, plötzlich Blaulicht. Ja, angehalten und... Alter steht ja nicht, aber offensichtlich ein Mann, ein Fahrer eines Kleintransporters. Als die Beamten ihn kontrollierten, zeigte er Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Er war mit einem Drogenvortest einverstanden und für die Urinprobe überreichten ihm die Polizeibeamten einen Becher. Ja, und nach einiger Zeit kehrte er etwas beschämt zurück. Die Beamten erklärten die Probe für unbrauchbar und griffen auf einen Speicheltest zurück. Der fiel negativ aus und der Mann fuhr erleichtert weiter. Die Frage, was war im Becher? Ja, also da können ja nur zwei sein. Entweder heiße Luft, weil der einfach vorher schon an den nächsten Baum gepinkelt hatte. Oder er hat gedacht, er müsste eine Samenprobe abgeben. Ich löse auf, die Überschrift Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, 18.06. In welchem Blatt? 18.06. Presseportal, Polizeimeldungen, Märkischer Kreis, Polizeikontrolle, Fahrer überreicht Spermaprobe. Und ich stelle mir die Frage, also man ist ja, man kennt ja Situationen, wo man so ein bisschen nervös ist, ja, man wird fahrig, ja. Und der dann wurde kommt geil. Man, ja, und da stellt sich mir die Frage, wenn du jetzt mit dem Becher ins Gebüsch verschwindest, was muss eigentlich passieren, dass du ja offensichtlich, ja, Drogentest wurde ja dann doch gemacht, ja, dass man aber in nüchternem Zustand doch so nervös wird, dass man vergisst, wozu man eigentlich im Gebüsch war. Ja, ja, aber vielleicht hat er wahrscheinlich gedacht, der muss das abgeben, oder? Der wird ja nicht gedacht haben, oh, was mache ich hier nochmal im Becher, ich habe gerade Lust. Und dann mache ich da mal was rein, aber der hat wahrscheinlich gedacht, der muss eine Spermaprobe abgeben. Oder? Vielleicht auch ein Scherz vom Praktikanten, ja, aber es sieht eigentlich relativ echt aus. Also
ja. Der Internetausdruck. Was, wenn es im Internet stand, kann es ja eigentlich auch nicht falsch sein. Das ist alles wahr. Das ist klar. Also ist zumindest jetzt, was ist Juni? Also ist zumindest ein Vierteljahr nicht gelöscht worden. Ja, also. Das war Sommer, ne? Dann ist ja was anderes. Ich habe auch gerade gedacht, im Winter ist das auch einfach eine stramme Leistung. Ja, ist Leistung. Natürlich auch eine Frage. Ja, was machst du? Urinprobe? Du musst Zeit schinden, ja, weil du vielleicht schon was getrunken hast, ist aber eine Weile her. Wie lange hat er sich denn da vergnügt? Boah, ich muss ja hier noch zwei Stunden mixen, damit ich irgendwie da diesen... Das könnte auch ein klassischer Fall von Übermotivation sein. Man kennt das ja manchmal von der Blutgrätsche. Da willst du das dann unbedingt richtig gut machen, da den Bein noch wegspritzen. Und dann brichst du dem anderen Bein, ne? Und hier will er es auch besonders gut machen. Ja, vielleicht, also ich kann mir das nur so vorstellen, dass er dachte, der muss das machen. Hat sich vielleicht auch gefragt, warum wollen die jetzt, dass ich da rein, ne? Also warum ist das? Vielleicht aber gut. Der Polizist auch ein Dialekt. Können Sie Fleisch mal hier auch in den Weg machen? Könntest du mal einen Hosenstall aufmachen? jetzt haben wir direkt wieder Zuhörer verloren an der Stelle. So ein Mist. Aber ich habe ja schon von mir gezeigt, ich kann sehr intolerant sein, da stehe ich auch zu. Jetzt erniedrigst du dich schon. Nein, ich erniedrige mich. Ich gehe selbstbewusst mit meiner Intoleranz um. Das ist was ganz anderes. Nee, du erniedrigst dich die ganze Zeit. Ich erniedrige dich gleich. Mit dem Knüppel. Endlich. So, ja, haben wir noch was? Ja, haben wir ja, noch doch, was hier? Doch, noch ein Schätzgelein. Wisst ihr, was euch völlig abgegangen ist? Nikolaus. Wir sind in der Weihnachtszeit. Wir haben Nikolaus heute. Und da habe ich einen sehr netten Artikel im Spiegel gefunden. Ich finde den Spiegel ja sonst, ehrlich gesagt, ziemlich eindimensional oft. Mit einem moralischen Zeigefinger, aber hier doch ein sehr differenzierter Beitrag. Und ich finde schon den Titel cool, der da heißt Advent, Advent, die Mutter rennt. Es handelt letztendlich von dem Stress in der Vorweihnachtszeit, soweit wenig überraschend. Wirft aber ein doch durchaus differenzierendes Licht auf den ganz alltäglichen Wahnsinn um die Weihnachtszeit, der gerade den Frauen zusammen zu schaffen macht. Und ich würde ganz gerne, ich weiß, das Vorlesen kostet immer ein bisschen Zeit, aber... Nein, wir nehmen uns ja auch die Zeit. Ja, deswegen... Und wir haben jetzt auch Licht. Und wir haben Licht. Und deswegen würde ich euch gerne ein paar ausgesuchte Zeilen aus diesem wirklich schönen Artikel vorlesen. Mama mit Zauberkräften. Überhaupt scheinen sie, also die Frauen, übernatürliche Kräfte zu besitzen. Sie können vom Büro aus sagen, ob noch Brot zu Hause ist. Sie wissen, wo der Tesafilm liegt, obwohl sie gerade die Waschmaschine befüllen, und haben sämtliche Zahnarzttermine nicht nur im Kopf, sondern auch so gelegt, dass sie weder mit dem Judo-Training noch mit dem Elternsprechtag kollidieren. Man ahnt, warum Männer Frauen früher der Hexerei bezichtigt haben. In der Weihnachtszeit, in der Vorweihnachtszeit wird das Ganze noch schlimmer. Da heißt es dann nämlich wie folgt: Im Schweinsgalopp und mit einer täglich länger werdenden To-Do-Liste hetzen die Frauen durch ihre wenig freien Stunden. Ein Adventskranz muss her, selbstgemacht oder gekauft. Erste Geschenkeanfragen von Omas und Opas trudeln ein. Natürlich landen sie bei der Mutter. Und die alten Herrschaften sind hilflos. Wo kriegt man das bloß? Kannst du das nicht gleich selbst besorgen? Kennt ihr das auch? Ja, definitiv. Total krass, oder? Wie aus dem Herzen. Also wirklich. Und da kriegt man aber auch Stress, wenn man es noch nicht besorgt hat. Ja, also ja, genau. Das ist so, also nicht nur, kannst du es bitte machen, sondern kriegt auch noch den Druck. Also vielleicht übernehmen die Kosten, aber leiten dann daraus auch so einen Anspruch ab, dass man es jetzt auch gefälligst umgehend erledigt. Weil man hat ja sonst kein Geschenk. Genau. Und genauso einen Anruf haben wir zum Beispiel jetzt neulich auch bekommen, weil wir die Ansage bekommen hatten und dann aber jetzt bitte auch erledigen. Ja? Also wirklich wie aus dem Herzen gesprochen. Ja, und im Grunde genommen bekleiden die Frauen zur Weihnachtszeit eine Art Projektleiterposten. Und das ist auch sehr schön erklärt, weil der moderne Mann, und da schließe ich mich ein, wir helfen ja auch. Aber genau da ist wohl das Problem. Wir helfen doch total viel, sagen junge Väter heute. Und die meisten haben recht. Man sieht sie beim Einkaufen oder zur Kita-Eingewöhnung, beim Babyschwimmen, beim Brötchenschmieren in der Schule. Sie wissen, dass sie im Vergleich mit ihren Vätern viel mehr tun. Und deshalb verstehen sie oft nicht, warum ihre Partnerin so oft überfordert und ausgebrannt sind.
Aber hier des Rätsels Lösung. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja. Helfen impliziert, dass der Helfende mehr tut, als er eigentlich tun müsste. Während der verantwortliche Teil hinter den Erwartungen zurückbleibt. Also die Projektleiterin versagt und wir als Männer springen ein und helfen. Springen ein, helfen, machen eigentlich noch mehr, als wir ohnehin schon tun. Ja, das und das hat auch einen englischsprachigen Begriff mittlerweile. Das nennt man nämlich Mental Load. Und das besagt eigentlich so viel wie, die Frauen machen das, was keiner sieht. Aber wenn sie es nicht machen, dann macht es keiner. Mhm. Ne? So, und praktisch bedeutet das wie folgt. Es ist die Frau, die die Einkaufslisten schreibt und den Mann damit losschickt. Sie kennt als einzige die Kleidergröße der Kinder und sucht die fehlenden Ersatzklamotten für die Kita aus und gibt sie ihm mit. Sie wird ungefragt in Eltern-WhatsApp-Gruppen aufgenommen, während er nicht einmal die Nummer der Babysitterin abgespeichert hat. Und wenn sie beim Elternabend für das Waffelbacken beim Schulfest eingetragen wird, plant sie im selben Moment, an welchem Abend sie sämtliche Zutaten einkaufen muss, in welchem Gefäß sie das klebrige Zeug unfallfrei transportiert und überlegt, ob eins der Kinder an einer Glutenunverträglichkeit leidet. Die Männerquote auf Elternabenden muss an dieser Stelle nicht erwähnt werden. Mütter kennen sie. Hm, das stimmt. Ich saß mal im Beirat, im Elternbeirat meiner Kindergartengruppe, meines Kinder, und ich war der einzige Mann. Bei jeder Besprechung, die Erzieherinnen waren alles Frauen und die anwesenden Eltern waren auch ausschließlich durch die weibliche Seite des Paares vertreten. Ich war der einzige Mann in dieser Runde, Abend für Abend. Ja. Das ist wirklich so. Ja. Das stimmt. Also bei mir ist das auch so. Aber ich habe ja gesagt, der Artikel wird differenzieren. Im Moment ist er ja noch so relativ so in Richtung Frau. Ja. Aber es kommt so langsam die Wende und das finde ich gerade so charmant an diesem Artikel. Männer sollten sich nicht als Hilfsarbeiter verstehen, sondern als Mitgestalter. Das bedeutet aber auch, dass Frauen bereit sind, Kontrolle aufzugeben und von ihren Vorstellungen abzuweichen. Und da muss ich sagen, da ist tatsächlich was dran. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich darf schon. Aber lieber ist es eigentlich meiner Frau, wenn sie selber auch vielleicht zu Elternabenden geht, weil dann kriegt man auch alles mit und transportiert. Und vielleicht auch, wenn man gewisse Sachen aussucht für die Kinder, ja, was in den Adventskalender kommt. Man hat natürlich weniger Kontrolle, wenn man den Partner einfach laufen lässt, ja. Ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung vielleicht auch gemacht habt. Ja, weiß ich nicht. Fragen wir mal hier unseren Prolo Ferrari, wie es bei ihm aussieht. Ja, ich bin ja so gesehen schon relativ domestiziert. Ja, also es gibt tatsächlich auch Dinge, an die ich denke, ja, und zwar unaufgefordert. Wow. Aber also wo ich definitiv die Grätsche mache, sind Klamotten und Größen, ja, weil ich nehme, da verlasse ich mich ganz klassisch drauf, dass das, was im Schrank liegt, auch passt, ja, zumindest vom Prinzip her. Andererseits, ja, weiß ich nicht, also es gibt halt auch so ein paar Jobs, die man ja dauerhaft übernehmen kann, ja. Also ja. Elternbeirat ist natürlich, stellt sich die Frage, ob das nicht irgendwie schon Versagen war, sich da überhaupt wählen zu lassen. Was? Ja? Definitiv. Ein schwacher Moment dennoch, in meinem Leben. Ja, dennoch, vielleicht lässt sich das ja auch thematisch aufteilen, ja, also der eine putzt dem Kind die Zähne, beziehungsweise läuft 20 Minuten hinter dem Kind her und in zwei Minuten die Zähne. Wobei, das sind ja Hilfstätigkeiten. Ja, also, ja gut, es braucht halt auch einen, der daran denkt, dass das Kind halt alles, ne, dass es halt nicht, dass es brav Pipi macht, bevor es in die Kita geht, ja, damit nicht der Autositz nachher nass ist. Ja, aber das Thema ist ja Eigenverantwortlichkeit. Ist halt, ja, die Frage ist halt, ob man sich das sagen lässt oder ob man es halt weiß. Ja. Mhm. Ja, und ich kann mich da jetzt im Detail nicht äußern, weil meine Frau möglicherweise zuhört, ja, und ich kriege das nachher alles von hinten wieder zurück, ja. Aber Mental Load ist natürlich, das Problem ist natürlich, du brauchst halt immer einen, der den Plan hat. Das ist halt dann dummerweise, wie im Artikel ja auch schön steht, die Frau. Ja. Was ich interessant finde. Weil ich bin, muss ich sagen, auch schmerzbefreiter, was so Kleidung angeht. Ja, wenn das Kind das halt will, dann soll es anziehen. Ja, und ja. Ich finde, Farben sind
bunt, ja, das passt zueinander, ja, also warum nicht, nur wenn ich dann, wie, ja, also aber man muss halt dann auch, Deckel, ja? Und dann, ja, das ist halt die Frage, also gibt man, die Frage ist doch, also gibt man mir dann auf den Deckel, weil das ist dann die Kehrseite, die du beschrieben hattest, ja, wenn ich natürlich dreimal gesagt kriege, dass bei minus 10 Grad die Thermohose nun mal eine Notwendigkeit ist und ich nicht wieder das T-Shirt anziehen soll, ja, dann ist das sicherlich berechtigt, aber vielleicht muss man sich darauf gewähren lassen. Ich glaube, ja, da kommt diese Mental Load kommt daher, weil das fand ich eine ganz interessante Stelle, dass Männer heute, das ist glaube ich definitiv so, Väter machen viel mehr als früher. Also wenn ich mich nur mit meinem Vater vergleiche, ich mache viel mehr, also im Haushalt, der hat andere Dinge gemacht, aber so Haushalt, wir sind ja im Endeffekt ganz andere Männertypen heutzutage, gezwungenermaßen oder eben auch anerzogenermaßen. Und trotzdem scheint es so zu sein, dass es diesen Erschöpfungseffekt bei den Frauen gibt. Früher hat man immer gesagt, ja, ich trage hier die ganze Verantwortung, ich muss alles machen und der Mann, der sitzt halt vor dem Fernseher und lässt sich die Pantoffeln bringen. Und heute ist es vielleicht, all das gibt es ja gar nicht mehr. Es gibt vielleicht sogar eine ganz saubere, wie du es beschrieben hast, Aufgabenteilung, wo jeder so seine Aufgaben, und trotzdem gibt es immer dieses Phänomen, und das will ich jetzt gar nicht den Frauen irgendwie vorwerfen, dass sie trotzdem irgendwie mental überlastet sind und Männer vielleicht auch. Und ich glaube, das kommt daher, dass sie nach wie vor denken, sie tragen halt die Gesamtverantwortung. Sie tragen, ob der Mann das jetzt macht oder nicht, sie tragen die Verantwortung und müssen das Gelingen sozusagen sicherstellen, dass die Zähne geputzt sind, dass das Kind Pipi gemacht hat und so weiter. Aber das finde ich, das kann man in seiner Partnerschaft im Zweifel auch gar nicht abschließend regeln, ja, weil du kommst im Grunde als Mann, also da kann ich jetzt auch, wir haben ja jetzt gerade die Kita gewechselt, ja, ab November, oder seit November jetzt hier in der schönen Stadt, Bundesstadt. Ja, ich brauche als Vater eigentlich nicht viel mehr zu tun, als das Kind heil abzugeben. Wenn es dann noch eine Puppe in der Hand hat, ja, also Spielsachen mitbringen, Tag ist ja Freitag, aber können sie ja nicht wissen. Ja, also ich kann mich wie der Depp benehmen und werde auch noch verständnisvoll von der Erzieherin angeguckt. Ja? Die Mutter kriegt im Zweifel die Ansage. Ja, also im Grunde egal, wie du dich arrangierst zu Hause, du kommst halt in ein Umfeld rein, wo der Vater, wo vom Vater eigentlich nichts erwartet wird. Ja, das ist ein guter Punkt, wenn du dich, wenn du in der Rolle natürlich aufgehst, ist das natürlich für die Mutter, die es dann abbekommt, ja, ich weiß nicht, also mutmaßlich dann gesagt bekommt, ja, erinnern Sie Ihren Mann doch nochmal an das und das, ja, oder dann einfach wortlos, wer kriegt den Zettel in die Hand, die Mutter, ja, weiß ich nicht, dann kannst du ja da so viel auch nicht gegen tun. Und selbst wenn du es nach außen hin zeigst, also ihr habt bestimmt alle in euren Schulgruppen oder Kindergartengruppen den einen Vater, der halt den Hausmann macht, also ich hatte es definitiv immer, es gab immer den einen, wo einfach die Frau den Bombenjob hat, im Endeffekt in Anführungsstrichen, der Kerl in der Beziehung ist, die Kohle verdient und der Mann macht den klassischen Hausmann-Job. Und der wird aber dann auch von den anderen Frauen sehr argwöhnisch begutachtet. Stimmt, der hat eigentlich auch gar keine Chance, seine Rolle wirklich auszuleben, weil er immer so als Exot, ja, da ist dann noch dieser Typ und da will der jetzt auch noch bei dem Kaffeekränzchen in Anführungsstrichen da mitmachen. Und also das ist auch, selbst wenn du es nach außen hin zeigst, gar nicht akzeptiert und gar nicht unbedingt immer so gewollt. Ja, die Probleme sind vielfältig, aber vielleicht, also Unterbreitet der Artikel auch einen Lösungsvorschlag? Ja, er gibt doch, also Verantwortungsübertragung ist letztendlich der Schlüssel. Mehr Verantwortung auch wirklich übertragen und dann auch einfach mal Sachen laufen lassen. Und sich sozusagen seiner mentalen Schwere entledigen. Und genauer führt der Artikel hier aus, als Tipp für die Frau: Nicht leicht die Symptome von Skorbut googeln, wenn der Vater drei Tage hintereinander Marmeladenbrote zum Frühstück schmiert. Es aushalten, wenn der Hausaufgabenblock erst am Sonntagabend erledigt wird, sofern sich der Partner dann auch wirklich darum kümmert. Und nicht hinterherlaufen, wenn man merkt, dass er die Handtücher fürs Schwimmen zu Hause vergessen hat. Beim nächsten Mal wird er bestimmt daran denken. Und so ist es dann auch einfach, ganze Teilbereiche vielleicht auszulagern. Und das ist in der Tat auch wirklich ein Aspekt, den ich an diesem Artikel wirklich nett fand, dass man sozusagen nicht einfach nur fordert, mehr zu tun als Mann, sondern eben auch fordert, mehr loszulassen. Und das so zur Weihnachtszeit, dachte ich, ist das vielleicht nochmal ein ganz netter Artikel. Auf jeden Fall. Ich finde, das ist auch ein sehr besinnlicher
besinnlicher Moment jetzt gerade. Ich wünschte, wir könnten eine Kerze anzünden, aber wir können ja dein Auto anzünden. Das können wir gerne machen. Also ich, wie gesagt, ja, dann können wir leider keine Podcasts mehr aufnehmen, aber so, wenn es nach mir ginge, hätte ich gerade gut Lust dazu, weil es mich ständig hier ärgert, aber sei es drum. Ich finde, der Artikel tatsächlich hat viel, viel aufgeworfen, worüber man mal nachdenken könnte. Die anderen Artikel vielleicht auch. Was nehmen wir mit? Ein Unterschied zwischen, was war das, Streitaxt und ich habe es schon wieder vergessen. Axt, Spitzhacke und Stiel Axt. Stiel einer Axt und Stiel einer Spitzhacke. Ja, der ist vielleicht auch interkontinental zu erklären oder auch nicht. Man sollte sein Poloch nicht in die offene Sonne halten, zumindest nicht länger als 30 Sekunden. Wir lieben ausgepressten Schlumpfsaft in diesem Kontext. Und ja, dann vielleicht auch noch, dass dicke Menschen mehr fürs Beerdigen zahlen. Sollte uns allen auch in der Vorweihnachtszeit eine Warnung sein, nicht so viel zu essen. Habt ihr noch etwas Sinnstiftendes hinzuzufügen? Nein. Nee, auf gar gut. keinen Fall. Ich glaube, dann haben wir es hiermit. Besten Dank für die Einladung. Ja, ja. Frohe Weihnacht zusammen. Jo. Genau, wie man in Norddeutschland so sagt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, gut. Grüßt euch. Bis dann. Tschüss.